Bist du Selbstständiger, Verkäufer oder Unternehmer? Möchtest du mehr Kunden oder bessere Kunden? Möchtest du Nervkunden gegen deine Wunschkunden austauschen? Hast du keine Lust auf diese andauernden Online-Hypes? Schon wieder eine neue App, schon wieder ein neues Programm und da musst du ein Profil machen und da musst du dir ein Funnel einrichten und jetzt musst du E-Mails schreiben. Hast du da auch keine Lust mehr drauf? Magst du keinen Belästigungsvertrieb? Möchtest du nicht, dass dich jemand anruft und dir am Telefon irgendwas aufquatschen möchte? Und möchtest du auch anderen nicht hinterherlaufen und sie zu ihrem Glück zwingen? Gehst du gelegentlich auf Netzwerkveranstaltungen oder bist du vielleicht sogar in einem organisierten Unternehmerverband und wünschst du dir dabei mehr Ergebnisse und mehr Kunden in weniger Zeiteinsatz? Wenn hiervon einige Punkte auf dich zutreffen, dann ist dieses Video für dich. Ich bin Roman Topp und möchte dir in diesem Video das Empfehlungsteam vorstellen. Ich bin überzeugt, das ist das beste und effizienteste Netzwerk, zumindest im deutschsprachigen Raum. Zunächst frage ich dich, was denkst du, warum der alte Vertrieb scheitert? Und mit dem alten Vertrieb meine ich explizit auch Online-Vertrieb. Zunächst mal, es gibt mittlerweile zu viel Angebot. Zu viele Unternehmer machen dasselbe. Wir haben einen Verdrängungswettbewerb. Der Kunde hat so eine Macht bekommen. Der Kunde ist nicht nur der König, der Kunde ist Gott geworden. Er kann vergleichen, er kann Preise drücken, er kann den Verkäufer an der Nase entlang führen und das schwächt deine Position als Verkäufer. Kaltakquise funktioniert schon lange nicht mehr. Ich habe sowas vor 20 Jahren mal gemacht. Kunden mit dem Telefon vertrieben. 100 angerufen, 10 haben Interesse, einer hat vielleicht mal gekauft. Da hat mein Chef gesagt, ja, rufst du halt mehr an. Ich habe es gehasst und es nervt mich genauso, wenn mich jemand anruft und mir einen neuen Stromvertrag oder einen Handytarif anbieten möchte. Wie fühlst du dich denn dabei? Wenn du so etwas nicht magst, dann solltest du es auch nicht machen. Wir sollten alle keine Kaltakquise am Telefon mehr machen, denn sie funktioniert schon lange nicht mehr. Wie reagierst du auf Werbeanzeigen, wenn in einem Artikel, den du lesen möchtest, irgendwelche Pop-ups kommen? Wenn du durch Facebook durchscrollst und jeder dritte Post irgendeine Werbeanzeige ist, sagst du, juhu, spannend, oder nervt dich so etwas? Klickst du Bannerwerbung auch weg und vertraust du einem Fremden, der dich anruft und dir irgendetwas anbieten möchte? All das sind Dinge, das ist von vorvorgestern. Das funktioniert heute nicht mehr. Belästigungsvertrieb ist out. Die Zeit ist vorbei, wo man andere über den Tisch zieht, nur weil man ihr Geld möchte. So etwas hat uns in eine Krise hineingeführt und die Gemeinsamkeit, das Kooperative wird uns aus der Krise wieder herausführen. Es gibt eine interessante Studie vom Nielsen-Institut, wo gefragt wurde, welcher ist der wichtigste Werbekanal, welcher Werbeform vertrauen Sie am meisten? Und hier in Hellblau, das ist sehr großes Vertrauen. Gelb ist ja, dem vertraue ich. Violett ist nee, vertraue ich nicht. Und rot ist hau mir ab damit. Und wie du siehst, ist mit großem Abstand die Empfehlung von Bekannten das, was das größte Vertrauen genießt. Über 80%. Ansonsten, wenn wir jetzt das absolute Vertrauen und das große Vertrauen zusammenziehen, dann sind überhaupt nur die Online-Konsumentenbewertungen, also Google-Rezensionen, TripAdvisor und so etwas und redaktionelle Anzeigen in Zeitungen, also eben nicht Anzeigen, Artikel, sind das die einzigen drei Sachen, die überhaupt mehr Vertrauen als Misstrauen haben. Das ganze Online-Marketing-Schnulli hier, Werbung, abonnierte Newsletter, Werbung in Suchmaschinen, Anzeigen in Social Media, das ist ganz da unten. Dem wird nicht vertraut. Also konzentrieren wir uns doch auf das, was am meisten Vertrauen genießt. Doch kaum ein Unternehmer hat eine Strategie, wie er mehr Empfehlungen von Bekannten bekommen kann. Nun gehen viele Unternehmer auf Netzwerkveranstaltungen und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Doch das Drama ist, die meisten Netzwerkevents sind völlig ineffizient, denn sie sind gar nicht auf Kundengewinnung ausgelegt.
Es sind in der Regel Informationsveranstaltungen oder Verkaufsveranstaltungen, entweder weil sich ein Verband oder eine Firma präsentiert, was es gerade bei Ihnen Neues gibt, oder weil jemand das Ganze sponsert und seine Produkte verkaufen möchte. Und dann sitzt man dort an Gruppentischchen oder auch wie die Hühner auf der Stange und wartet darauf, dass mal endlich der Vortrag vorbei ist und man mit anderen Menschen reden kann, in Kontakt kommen kann. Und diese Zeit ist meistens viel zu kurz. Und auch wenn man neben den falschen Leuten sitzt, ne, neben zwei Strukturvertriebern und drei Finanzdienstleistern, dann ist der Tag vorbei und das hat sich nicht gelohnt. So sieht's aus, richtig? Ich bin Roman Topp und habe 2015 die Business Networking Academy gegründet. Seitdem halte ich Vorträge für Unternehmen, für Messeveranstalter, für Universitäten. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht, das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen und die Empfehlungsformel 100 Techniken, wie deine Partner dich noch erfolgreicher machen. Ich habe den Sächsischen Rednerabend organisiert, leite Mastermind-Gruppen und die Masterclass auf Networking und es gibt diverse Fernsehreportagen über mich. Ich will damit sagen, dass ich mich mit dem Thema Netzwerken und Empfehlen die letzten Jahre wirklich intensiv auseinandergesetzt habe und sicherlich zu den führenden Experten im deutschsprachigen Raum gehöre. Nun habe ich durch meine Mastermind-Gruppen seit 2018 die Erfahrung gemacht, wow, was hier entsteht, ist großartig. Wenn ich eine kleine Gruppe von Unternehmern zu Profi-Netzwerkern ausbilde, dann wachsen diese Menschen über sich hinaus. Cornelius hatte seine Jahresziele bereits im Juli erreicht. Daniel hat eine Viertelmillion in 2 Monaten verdient. Peter war auf 3 Monate ausgebucht. Florian ist mittlerweile in Mallorca. Der ist die Winter gar nicht mehr in Deutschland. Eiko, 800.000 Euro. Da sind riesige Zahlen entstanden in unseren Lerngruppen, in unseren Mastermind-Gruppen. Doch nach einem Jahr waren die vorbei und ich habe die Profi-Netzwerker zurückgeschickt zu Amateurveranstaltungen. Und das war frustrierend gewesen. Da weiß man wirklich, wie man mit anderen Empfehlungen austauscht, wie man netzwerkt und geht wieder zurück zu diesen langweiligen Veranstaltungen, wo die Verkäufer sind, die ihr Produkt andrehen wollen. Und da habe ich entschieden, ich muss ein eigenes Netzwerk gründen. Das Empfehlungsteam, ein effizientes Netzwerk, was wirklich auf gegenseitige Empfehlungen ausgelegt ist. Was machen wir anders als andere Netzwerke? Wie sind andere Netzwerke? Mir sind dort zwei Typen bekannt, so im Großen und Ganzen. Das eine, das kann jetzt eine IHK sein oder ein Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Es ist eine Interessenvertretung. Es sind Veranstaltungen, wo es Informationen gibt, die haben durchaus ihre Berechtigung. Ich finde, dass jeder Unternehmer im BVMW dabei sein sollte, doch es ist nicht auf Kundengewinnung ausgelegt. Das ist nicht der Grund, warum es diese Organisation gibt. Es kann passieren, aber es ist nicht der Hauptgrund. Und dann gibt es Frühstücksnetzwerke wie den 60 Seconds Clubs oder das BNI. Im BNI-Netzwerk Business Network International bin ich 7 Jahre dabei gewesen, war der dritterfolgreichste von 14.000 im deutschsprachigen Raum. Und ja, was macht man dort? So um 7 Uhr morgens oder sogar noch früher, 6:45 Uhr dort aufkreuzen. Sitzt man dann dort, präsentiert reihum um sein Business und hofft, dass etwas passiert und hofft, dass die anderen etwas für einen tun. Das ist durchaus gut gedacht, aber meine Meinung ist, es ist inkonsequent umgesetzt und es funktioniert so mittelmäßig. Ne, liegt im Auge des Betrachters. Für Handwerker und Baubranche ist es eine super Sache. Für viele andere Gewerke funktioniert es eher schlecht als recht, ist mein Eindruck. Meine Philosophie von Netzwerken passt in dieses eine Bild. Jeder Kontakt ist wertvoll. Jeder Mensch, den du kennengelernt hast und kennenlernen wird, ist wertvoll. Jeder Kontakt ist ein Schatz. Und du und ich, wir sind jetzt diese beiden Männchen. Und wir sitzen auf einer Schatztruhe. Und in dieser Schatztruhe sind all unsere Kontakte drin, die wir haben. Und jetzt ist die Krux dabei. Die Kontakte, die wir selber haben, die sind für uns schon gar nicht mehr spannend. Denn entweder sind das schon unsere Kunden oder sie werden niemals unsere Kunden sein. Doch die Kontakte, die wir haben, die sind für den anderen spannend. Und die Kontakte, die er hat, die sind für uns spannend.
Jetzt könnte einer sagen, ja, in der Theorie ist das ganz gut, aber ich habe keine guten Kontakte. Ich bin jetzt selber Existenzgründer und ich kenne nur Startups. Da will doch niemand die Startups von mir kennenlernen. Doch, doch. Startups sind für einige Unternehmer mega spannend. Ich bin schon der Erste, der sich meldet. Ich bin Networking-Trainer. Ein Startup hat noch kein Network, noch kein Netzwerk. Die möchten bestimmt gerne Netzwerken lernen. Deswegen würde ich sehr gerne weitere Startups kennenlernen. Und der Zweite sagt jetzt, ja, ist okay, aber ich kenne überhaupt keine Selbstständigen. Ich kenne mehr so Lehrer und Beamte. Und jetzt sagen die Finanzdienstleister, was? Du kennst Lehrer und Beamte? Boah, ist ja super. Die haben eine super Bonität bei der Bank. Die bekommen jede Finanzierung. Ich kann deinen Lehrern und Beamten zeigen, wie sie sich ein Portfolio mit Immobilien aufbauen können und ihre Pension verdreifachen können. Stell mir all deine Lehrer und Beamte vor. Und der Dritte sagt jetzt, ach komm, aber ich bin endgültig raus. Ich kenne nur arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Und jetzt kommen die Existenzgründungsberater. Du kennst arbeitslose Hartz-IV-Empfänger? Wow, die bekommen Maßnahmen von der Agentur bezahlt und ich kann sie mit denen umsetzen. Ich kann die in eine neue Existenz begleiten und daran mitverdienen. Bitte stell mir all deine Hartz-IV-Empfänger vor. Verstehst du? Jeder Kontakt ist wertvoll. Und wenn du nur Rentner kennst, dann freuen sich die Heizdeckenverkäufer. Jeder Kontakt ist wertvoll für jemand anders. Doch die Menschen tauschen sich die Kontakte nicht so aus, wie sie es tun könnten. Wenn wir genau hinschauen, ist nämlich jede Schatztruhe verschlossen mit sechs Schlössern. Und alle sechs Schlösser müssen offen sein, damit diese Kontakte ausgetauscht werden können, damit jemand bereit ist, dir seine Kontakte vorzustellen. Empfehlungsformel ist mein zweites Buch. Ich mache das gerade mal im Schnelldurchgang. Alle 330 Seiten kriege ich nicht in dieses Video. Was sind diese sechs Schlösser? Man muss dein Angebot verstanden haben. Man muss komplett verstanden haben, was du tust. Man muss deiner Fachkompetenz vertrauen. Man muss von dir überzeugt sein, dass du eine gute, empfehlenswerte, seriöse Dienstleistung hast. Man muss motiviert sein, dich zu empfehlen. Und zwar aktiv zu empfehlen. Ja, darauf zu warten, dass man angesprochen wird, das ist immer einfach. Das klappt bei einigen Berufen ganz gut. Kennst du einen Steuerberater? Kennst du einen Rechtsanwalt? Das sind Fragen, die stellt man schon mal. Bist du jemals gefragt worden, ich suche dringend einen Networking-Trainer, wen kannst du mir da empfehlen? Was ist mit deinem Gewerk? Denkst du, dass deine Kontakte angesprochen werden? Ob sie jemanden in deiner Branche kennen? Oder bist auch du jemand wie die allermeisten, die nur aktiv und proaktiv empfohlen werden können? Dass deine Kontakte motiviert sein müssen, ihr Umfeld auf dich anzusprechen? Dann Zielkunde. An wen richtet sich dein Angebot überhaupt? Hast du deinen Kontakten gesagt, wer dein Wunschkunde ist, wer dein Lieblingskunde ist? Haben deine Kontakte Kontakt zu deinen Wunschkunden? Es gab bei mir im Unternehmerfrühstück einen Führungskräftetrainer, der hat immer Kontakt gesucht zu Entscheidern in der fertigen Industrie, also Fabrikbesitzer oder Geschäftsführer. Ich weiß nicht, wie viele Fabrikbesitzer du kennst. In unserer Frühstücksrunde hatte dort keiner Kontakt. Er war im falschen Netzwerk. Und Training. Hast du jemanden trainiert, dich zu empfehlen? Es gibt unheimlich viele Empfehlungen, die verrecken auf der Zunge. Jemand kennt dein Angebot, er vertraut dir, er ist motiviert. Er steht in diesem Moment vor der Person, von der er weiß, dass du sie gerne als Kunde hättest, aber weiß nicht, was er sagen soll. Oh, sie dickes Pummeltier. Die extra Kilos sehen aber gar nicht gut aus. Aber ich kenne einen Fitnesstrainer, der kann Ihnen helfen. Das sagt doch keiner. Hast du diejenigen trainiert, die du kennst, dass sie sich komfortabel fühlen, dich zu empfehlen? Das sind sechs Schritte in der Empfehlungsformel. Und warum sind andere Netzwerke ineffizient? Weil die Empfehlungsformel nicht bekannt ist und nicht umgesetzt wird. Schauen wir auf ja, konventionelle Netzwerkveranstaltungen. Wie so ein Abendempfang zum Beispiel. Wie meinetwegen der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, und ich wiederhole, ist ein super Netzwerk. Ich empfehle, dabei zu sein, um die politische Arbeit zu unterstützen. Es ist aber nicht in erster Linie auf Kundengewinnung ausgelegt. Wenn du dort bist und mit vielen Leuten sprichst, dann werden sie dein Angebot so einigermaßen verstanden haben.
dass dort ein großes Vertrauen aufgebaut wird, ist nach meiner Beobachtung nicht der Fall, weil man sich auch zu selten und zu wenig sieht. Die Motivation, sich gegenseitig zu empfehlen, die ist im Keller, dass man dort den Zielkunden von dir kennt. Kannst du auch vergessen nach meiner Beobachtung. Positiv, es gibt viele Kontakte und die haben viele Kontakte. Deswegen ist das K grün. Und Training, ich sehe es auch nicht. Ist jetzt eine subjektive Beobachtung, kannst du natürlich anders sehen in deiner Branche. Wenn wir nun uns die Frühstücksveranstaltungen anschauen, wie ein 60 Seconds Club oder das BNI oder wie sie alle heißen, diese Präsentationsrunden. Ja, wenn man sich jede Woche trifft und jede Woche in einem Elevator-Pitch sein Business präsentiert, ja, dann kennt man das Angebot. Passt. Wenn man dann auch noch Vertrauensgespräche führt und sich dann eins zu eins trifft, da baut sich auch Vertrauen auf. Ja, stimme ich durchaus mit. Motivation ist so auf einem mittleren Level. Da geht viel, viel mehr nach oben. Ja, wenn ich mir das angucke, dass da Leute in einem Monat mal eine Empfehlung mitgebracht haben, da frage ich mich, was machen sie die anderen 29 Tage im Monat? Das ist keine Motivation in meinen Augen. Das ist so gucken, was einem in die Hände fällt, nach meiner Beobachtung. Und dann sind es auch sehr oft Kleinstunternehmer, die gar nicht so die spannenden Kontakte haben. Es sind viele Existenzgründer. Die Krux bei solchen Veranstaltungen ist, bei solchen Netzwerken ist, sobald jemand richtig erfolgreich ist, hat er keine Zeit mehr und geht raus. Und die nächsten Einsteiger und Amateure kommen. Und so ist das manchmal so eine Abwärtsspirale. Manchmal, nicht immer. Sie kennen also den Zielkunden nicht, weil sie sich damit wenig beschäftigen und haben damit auch wenig Kontakte zu anderen. Ja, und auch das Training ist da auf einem sehr geringen Level. Es sind also nicht alle 6 Schlösser offen von der Schatztruhe und deswegen werden wenige Empfehlungen ausgetauscht, zumindest viel weniger, als es denn möglich wäre. Was machen wir anders? Wie funktioniert das Empfehlungsteam? Zum einen, wir haben 8 Veranstaltungen im Monat. 4-mal dieselben Veranstaltungen, ein Business Speed Dating und weitere 4 unterschiedliche Veranstaltungen, die sich ergänzen. Sage ich gleich noch mehr zu. Wir haben ein Anwesenheitsrecht, aber keine Anwesenheitspflicht. Es gibt Netzwerke, wenn du da nicht jede Woche um 7 Uhr morgens da bist, fliegst du raus. Haben wir nicht. 8 Veranstaltungen, komm so oft, wie du möchtest, kannst du dir aussuchen. Du musst bei uns auch nicht um 5.45 Uhr aufstehen, dass du um 6.45 Uhr da bist. Nee, machen wir entspannt nachmittags zwischen Arbeit und Feierabend. Für 90 Minütchen passt. Du musst auch nicht irgendwo hinfahren, dich nicht durch den Berufsverkehr schieben. Bequem, online, von zu Hause aus und wenn du möchtest, sogar bundesweit. Und damit hast du das maximale Kundenpotenzial. Unsere Teams haben eine optimale Größe von 20 Personen. Wenn es mehr werden, wenn es 30 werden, teilen wir auf in 2 Gruppen, 2x15 und lassen es wieder wachsen. Von Wachstum haben wir alle etwas. Und das Wichtigste, wir gehen den Schritt weiter. Wir haben gegenseitige Verantwortung für unseren Erfolg. Einer für alle und alle für einen. Jeden Mittwoch haben wir das Speed-Kontext. Speed-Kontext ist ein Online-Business-Speed-Dating. Das habe ich im April 2020 in der Corona-Krise entwickelt und es hat sich herausgestellt als die effizienteste Kennenlernveranstaltung überhaupt. Ich habe schon Business-Speed-Datings in Leipzig und in Dresden vorher organisiert gehabt, aber vor Ort, physisch. Und es war schon immer cool. Aber online ist es noch einfacher und noch schneller. Es gibt 8 Runden, 5 bis 6 Minuten, dass man dort wirklich auf Geschwindigkeit sich kennenlernen kann und viele spannende neue Geschäftspartner hat. Und jeder hat die Einstellung, wie kann ich dem anderen helfen? 4 Wochen im Monat, 4x8 Kontakte, das sind 32 neue Kontakte, die du dort mindestens mitnehmen kannst. Und dabei haben wir 2-mal Netzwerk trifft Netzwerk und 2 offene Veranstaltungen. Netzwerk trifft Netzwerk bedeutet, dass 15 aus unserem Netzwerk 15 aus einem anderen Netzwerk treffen. Die Business Biker, den Business Club exklusiv, von BVMW eine Region. Und so etwas organisiert mein Team für dich. Stell dir vor, auf einer Seite einer Bierbank sind 15 von uns und auf der anderen Seite 15 von denen und wir rutschen immer einen auf und du kannst all diese spannenden Menschen dann kennenlernen.
Ja, und in den anderen beiden Wochen kannst du auch durch jemanden mitbringen aus deinem Netzwerk und uns vorstellen. Da haben wir offene Veranstaltungen. Dann gibt es 4 weitere Veranstaltungen. In der ersten Woche des Monats haben wir ein internes Treffen. Da geht es um Monatsziele und dein Zielkundenavatar. Ziele zu setzen ist so wichtig. Das machen alle erfolgreichen Unternehmer, dass sie sich Ziele setzen. Es könnte also lauten, ja, ich möchte in diesem Monat möchte ich 5 neue Kunden gewinnen und zwar 5 Heilpraktiker. In diesem Monat spezialisiere ich mich auf Heilpraktiker. 5 Kunden möchte ich gewinnen und davon 3 aus dem Empfehlungsteam. Und den Heilpraktiker, der ich suche, der hat diese Eigenschaft und jene Eigenschaft und wohnt da und macht dies und das. Und dann moderiere ich das Ganze und frage die anderen, wer von euch kennt einen solchen Heilpraktiker? Und dann gehen die Hände hoch. Wen kennst du? Möchtest du ihn kennenlernen? Zack, ist der genau richtig? Was sagen wir ihm? Wie laden wir ihn ein? Der ganze Prozess ist durchdekliniert nach der Empfehlungsformel, sodass jeder weiß, was er tun muss, was er machen muss. Wir haben ein Online-Dokument, wo alles drinsteht, was wir uns gegenseitig vorgenommen und versprochen haben für diesen Monat. Und wir arbeiten das ab. Das ist Verbindlichkeit. Das führt zu Erfolgen. Hierdurch wird das Angebot geschärft, weil du ja nochmal genau sagst, was du tust. Wir haben eine sehr hohe Motivation. Du sagst deinen Zielkunden und beschreibst ihn ganz genau. Und wie ich das Ganze moderiere, ist ein Element des Trainings. Vertrauen und Kontakte haben wir heute weniger. Das gibt es in anderen Wochen. Das ganze Speed-Kontext ist ja voll mit neuen Kontakten. In der zweiten Woche haben wir den Best Buddy. Das bedeutet, du kannst jemanden mitbringen in unsere Veranstaltung. Diesmal ist es nicht mehr exklusiv, sondern offen. Bring deinen Lieblingsgeschäftspartner mit. Bring einen zufriedenen Kunden mit, der eine Referenz über dich ausspricht, was du für eine großartige Dienstleistung hast. Oder sag mal einfach jemanden Danke, wo du selber zufrieden bist und glücklich bist mit seiner Dienstleistung. Er wird sich freuen, wenn du ihm unser Netzwerk vorstellst. Wir haben also eine Präsentationsrunde, wo man aber nicht über sich selber spricht. Ja, das ist Selbstverweigerung. Och, ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Nein, andere sagen dir, dein Businesspartner sagt allen, erzählt allen, wie zufrieden er mit dir bist. Und du sagst etwas Nettes, wie zufrieden du mit deinem Partner bist. Über diese Referenzen machen wir uns gegenseitig groß. Und dann geht es in 5er-Räume, in sogenannte Breakout-Sessions, wo man die anderen näher kennenlernen kann und so werden aus den Gästen, die jemand anders mitgebracht hat, deine Kunden. Hier wird also Vertrauen aufgebaut durch die Referenzen und es gibt neue Kontakte. Genau das Pendant zur Vorwoche. In der dritten Woche haben wir Präsentationen. 2 Teammitglieder stellen ihr Business in 10 Minuten vor. Und dann werden 2 Gespräche geführt für jeweils eine halbe Stunde live in unserem Meeting. Es sind 2er-Gespräche 1:1. Es ist ein besseres Kennenlernen innerhalb des Teams. Und diese Gespräche führen wir nach der Empfehlungsformel. Ihr seid zu zweit in der Session. Was ist dein Angebot? Erzähl mir, wie verstehst du mein Angebot? Wie sehr vertraust du mir? Wie motiviert bist du, mich zu empfehlen? Was glaubst du, wer mein Zielkunde ist? Dir wird in diesem Moment also der Spiegel vorgehalten, wie du bisher verstanden wurdest. Und das Ergebnis ist dann, ja, wenn du meinen Zielkunden verstanden hast, wer fällt dir spontan ein und was sagen wir ihm jetzt? Kontakt und Training. Aus einem solchen Gespräch, 30 Minuten, 15 Minuten pro Person, entstehen 3 Kontaktanbahnungen. In der Regel wird 1 von 3 mal Nein gesagt, 2 mal bleiben über, 2 mal 2 sind 4. Dass also 4 Empfehlungen aus einem solchen Meeting entstehen. Zeig mir, wo du das in einem anderen Netzwerk bekommst. Wir gehen die komplette Formel an diesem Tag durch in den 2er-Gesprächen und von diesen 2er-Gesprächen führst du 2 Stück pro eine mit jeweils einer halben Stunde. Ja, und in der letzten Woche, in der 4. Woche, das reversive Empfehlen klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komplizierter. Reversiv heißt umgedreht, das heißt das Ganze auf den Kopf gestellt. Du stellst einen interessanten Menschen vor. Nein, du hast ihn nicht dabei. Du erzählst noch von dem interessantesten Menschen, den du kennst. Und dann fragen wir, wer von den Anwesenden möchte diesen Menschen gerne kennenlernen? Sei es als Kunde, als Kooperationspartner,
oder als Dienstleister. Ja, und wieder wird hier der Prozess von mir so moderiert, dass dadurch Kontakte entstehen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal ketzerisch, wie Schwatzwichteln mit Kontakten. Dass du also einen Schatz heraussuchst aus deiner Schatztruhe, den anderen zeigst und andere sagen, wow, du kennst so einen Menschen, wollte ich immer schon kennenlernen. Da entstehen Dinge dabei, das kannst du dir noch nicht vorstellen. Wenn ich so einen Prozess 15 Minuten moderiert habe, dabei sind schon sechsstellige Umsätze entstanden. Was, so einen Menschen kennst du, wollte ich immer schon kennenlernen. Und es ist fantastisch. Ja, zur Vorbereitung werde ich dir zeigen, wie du eine 30er-Liste ausfüllst. Das ist die Inventur von deiner Schatztruhe. Aber das machen wir alles in Ruhe. Freu dich einfach drauf. Glaub mir, du wirst es lieben. Das ist der schnellste und einfachste Weg zum Empfehlen überhaupt, die reversive Empfehlung. Hier geht es also um neue Kontakte und es ist ein Element des Trainings. Alles in allem sind dies nun 8 Veranstaltungen, die aufeinander ausgelegt sind, die sich gegenseitig ergänzen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen kompliziert geklungen haben könnte, wenn du es zum ersten Mal hörst, glaub uns, es ist seit Jahren bewährt. Das in Kombination ist der einfachste und schnellste Weg zu neuen Kunden. Jetzt wollen wir in unserem Team aber auch nicht jeden dabei haben. Das ist nur etwas für besondere Unternehmer und Menschen. Die erste Frage ist, bist du erfolgsorientiert? Es ist ja okay, wenn du noch nicht so übermäßig erfolgreich bist, aber erfolgsorientiert musst du sein. Vielleicht kennst du solche Menschen, die für jede Lösung ein neues Problem finden. Ich mache das nicht mehr. Ich trage keinen Jagdhund zur Jagd. Ich mag keine Nörgler. Es gibt Mutmacher, Mitmacher und Miesmacher und ich will keine Miesmacher in diesem Team haben. Wir möchten Menschen, die anpacken und erfolgreich sein möchten. Wenn du erfolgsorientiert bist, dann bist du herzlich willkommen. Ich wünsche mir von dir, dass du das, was du lernst im Empfehlungsteam, auch umsetzt auf deine eigene Art und Weise. Denn wenn du in meinem Team bist, wird dein Erfolg auch auf mich zurückfallen. Und ich möchte nicht, dass es nachher heißt, boah, du bist ja hier beim Roman Top im Empfehlungsteam und hast noch gar keine 100.000 verdient. Ja, woran liegt es denn? Ne? Ich erwarte von dir, dass du aktiv umsetzt, was du lernst, denn dann wirst du auch erfolgreich sein. Ich erwarte von dir Ehrenhaftigkeit und Verlässlichkeit. Wir sind eine Gemeinschaft, wo der eine sich auf den anderen verlässt. Und das bedeutet auch, wenn wir Erfolgstechniken für andere Mitglieder entwickeln und du kennst einen Wettbewerber, einen Marktbegleiter in einer anderen Stadt, was wir im Team erarbeiten, bleibt im Team und wird nicht nach außen getragen. Das erwarte ich von jedem. Einer für alle und alle für einen. Es funktioniert nicht, sich zurückzulehnen und zu warten, dass andere etwas für dich tun. Es beginnt, indem du selber für andere aktiv bist. Und je aktiver du für andere bist, desto mehr wirst du dazu zurückbekommen. Und das erwarten wir von dir, dass du bereit bist, dich für jeden in diesem Team einzusetzen. Und zuletzt, ich habe ein sehr ethisches Weltbild, das ich nur unterstützen möchte, wenn du selber ein ethisches Produkt hast und selber ein ethisches Weltbild hast. Das bedeutet, dass dein Produkt und deine Dienstleistung die Welt irgendwie ein kleines Stück besser machen sollen. Es wird nicht funktionieren für irgendwelche Schneeballsysteme, Struktur, Multilevel-Marketing-Zeugs. Nein, brauchen wir nicht. Lässt sich auch nicht empfehlen. Wir sind ein Netzwerk für richtige Unternehmer mit sauberen, seriösen Produkten und Dienstleistungen, die man auch gerne weiterempfiehlt. Wenn das auf dich zutrifft, alle 6 Punkte, dann bist du bei uns grundsätzlich willkommen. Auf www.empfehlungsteam.de kannst du dich anmelden. Hier stehen nochmal die 6 Punkte, wo wir eine Bestätigung von dir erwarten. Was kostet der Spaß denn? Zunächst mal, das Empfehlungsteam kostet gar nichts. Denn definitionsgemäß sind Kosten Gelder, die weg sind. Kauf dir ein neues Auto, das Geld ist weg. Mach einen Urlaub, das Geld ist weg. Marketing ist eine Investition. Etwas investieren und viel mehr zurückbekommen. Also, wie viel ist die Investition in das Empfehlungsteam? Vergleichen wir mal, was würde es dir denn bringen,
Was verdienst du an einem Kunden? Im Durchschnitt, mal mehr, mal weniger, sagen wir mal 3.000 Euro. Und jetzt stell dir vor, du würdest jeden Monat nur einen einzigen neuen Kunden bekommen. Ganz konservativ gedacht. Wir haben 8 oder 9 Veranstaltungen im Monat. Wo nur einen einzigen Kunden würdest du gewinnen, dann wären das 36.000 Euro im Jahr, die du durchs Empfehlungsteam zusätzlich gewinnen würdest. Ich kenne jetzt dein Produkt nicht. Jeder hat ein anderes Produkt. Vielleicht bist du schon richtig zufrieden, wenn du im Quartal einen Kunden hast, also mit Großkunden arbeitest und jedes Mal 50.000 Euro mehr verdienst. Aber vielleicht machst du auch Stromverträge und du wirst jede Woche 1, 2, 3 Kunden haben. Also passt dieses Beispiel für dich an und schau mal, was würdest du durch das Empfehlungsteam zusätzlich gewinnen? Und merk dir diese Zahl. Und nun vergleichen wir mal das Empfehlungsteam mit anderen Netzwerken. Ein Beispiel, ich bin in dem Unternehmerverband Business Network International für 6 Jahre dabei gewesen. Im ersten Jahr gibt es 250 Euro Begrüßungsgebühr und 1.200 Euro Jahresmitgliedschaft. Das ist aber nicht alles, denn jetzt mal abgesehen von der Covid-Sondersituation gibt es ja auch 48 Wochen, wo man ein Frühstück bezahlt. Das sind auch nochmal 13 Euro oder mehr, je nach Stadt wahrscheinlich mehr. Und da ist jetzt noch nicht eingerechnet, dass du eventuell Parkgebühren oder Benzin brauchst. Es ist wirklich konservativ gerechnet und da kämen wir auf 2.074 Euro oder untergebrochen auf einen Monat 173 Euro für eine Veranstaltung in der Woche, 4 im Monat. Wir haben doppelt so viele. Wir haben quantitativ und qualitativ haben wir mehr. Da müssten wir doch eigentlich für ein Jahr 350 Euro im Monat nehmen. Das Doppelte, oder? Tun wir aber nicht. Wir sind sogar günstiger. Es sind 149 Euro im Monat oder bei 8 Veranstaltungen im Monat 18,73 Euro. Wir reden hier wirklich nicht über Geld. Wer sich das nicht leisten kann, der ist auch in diesem Team falsch aufgehoben, weil wir erfolgreiche Unternehmer sind. Es sind rechnerische Preise. Wie bei Netzwerken üblich ist es eine Jahresmitgliedschaft. Das sind also 1.788. Dazu bekommst du von uns ein Begrüßungspaket per Post mit meinem aktuellen Buch der Empfehlungsformel. Du siehst eines der Kapitel Ziele erreichen mit Netzwerkstrategien. Und du siehst hier die Buchstaben M und Z, M und K und T, siehst du dort farbig markiert. Denn dieses Kapitel zeigt dir, wie du deine Kontakte motivierst, wie du neue Kontakte bekommst und wie du dein Netzwerk trainieren kannst. Das Buch ist die perfekte Vorbereitung und eine Unterstützung für deinen Erfolg im Empfehlungsteam. 330 Seiten, voll bunt, angenehm zu lesen. Untertitel 100 Techniken, wie deine Partner dich erfolgreicher machen. Was ich immer wieder höre, man liest dann abends so 5, 6 von den Techniken, ach komm, ist gerade so schön und noch eine und ratzfass hast du 330 Seiten in dem Buch durch. Einige Erfolge der Mitglieder. Daniel hat seine Jahresinvestition nach genau 3 Wochen bereits wieder rausgehabt. Hüseyin hat bei der ersten Teilnahme eine Investitionsimmobilie verkauft. Florian hat in einem Jahr über 200.000 Euro zusätzlich verdient. Und dabei kommt Florian sogar nur zu den Business Speed Datings. Die anderen Veranstaltungen nimmt er nicht mal mit. So etwas ist möglich für dich. Lass andere deinen Vertrieb machen. Stell dir vor, du schaust auf dein Handy, auf dein WhatsApp, in deine E-Mails und da sind andauernd solche Nachrichten. Tom hat die Gruppe erstellt, darf ich vorstellen, Roman, das ist Thomas, Thomas, das ist Roman. Ihr könnt zusammensprechen wegen der Mastermind-Gruppe. Bei dem Seminar sind die Kollegen Klaus und Oliver dabei. Viele Grüße, Tim. Herbe Infos haben sich einige angemeldet. Claudia, Godehans, Jens, Dirk, Peter sind dabei. Stell dir vor, andere machen für dich den Vertrieb und du bekommst die Informationen, dass sich andere auf den Kontakt zu dir freuen und Interesse haben an deinen Produkten. Hier links der längere Text, hab mit der Chefin gesprochen, wir werden das Thema bald angehen. Und noch etwas, du kannst über Online-Marketing, kannst du ein E-Book verschenken, aber die wirklichen großen, wichtigen Geschäfte laufen heutzutage über Vitamin B.
dass ich für Mitarbeiter der Sparkasse Trainings gemacht habe. Das kam durch Beziehung. Dass ich für die Deutsche Vermögensberatung Trainings gegeben habe. Das ist durch Beziehung. Dass Tobias Beck, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Speaker in Deutschland, mich eingeladen hat, mit ihm Backstage zu sein bei seinem Auftritt. Das ist doch nicht, weil ein Tobias Beck Roman Tops Facebook-Werbung gesehen hat. Das ist, weil wir uns kennen. Dass der MDR mir eine Reportage gewidmet hat. Das ist wegen Beziehung. Dass ich im Deutschen Bundestag Silvester feiern konnte. Das ist doch nicht, weil ich da angerufen habe. Hallo, Kaltakquise, ABG, was machst denn du so am 31.12.? Kann ich vorbeikommen? Das alles ist möglich über Beziehung, über Vitamin B, über die richtigen Kontakte. Und die bekommst du im Empfehlungsteam. Starten wir zusammen. Es gibt eine Sache, die besonders ist. In einem Netzwerk, wo ich vorher gewesen bin, habe ich 6, 7 Mitglieder dort reingebracht, vielleicht sogar mehr. Da habe ich einen feuchten Handschlag für bekommen. Wenn du jemanden einlädst zu einem Business Speed Dating, zum Gästeabend mitbringst und der sich entscheidet, im Team dabei zu sein, bekommst du 33% vom Jahresbeitrag als Empfehlungsprovision. Du hast also mit 3 neuen Teilnehmern, die durch dich ins Team kommen, deinen Mitgliedsbeitrag, deine Investition schon wieder komplett raus und es kann sogar ins Plus gehen. Wir machen das, weil wir uns ein schnelles Wachstum für unser Team wünschen. Qualitativ, aber schnell. Das ist dauerhaft. Das ist dauerhaft, solange du im Team dabei bist, bekommst du diese Empfehlungsprovision. Das entspricht also knapp 600 Euro. Wenn du nun 2-mal im Monat einen Gast dabei hast, zum Business Speed Dating, zum Gästeabend, dann sind das 24 Gäste im Jahr. So eine Quote ist von 10 Leuten, die dabei sind, wollen 7 nachher ein Gespräch mit uns führen und wollen mehr erfahren. Von diesen 7 wollen alle dabei sein, aber wir können nicht alle aufnehmen, weil die Branche manchmal nicht passt und nicht alle haben das Geld oder die Bereitschaft zu investieren, aber 5 sind dabei. Das heißt also, von 10 sind es 5, von 20 sind es 10, von 24 sind es, statistisch gesehen sind es 12 und du brauchst nicht zu verkaufen, sondern einfach nur einzuladen. Die Leute sind begeistert, wenn sie ein Business Speed Dating sehen und der Rest ergibt sich von selbst. Jawohl, wenn es das Richtige für dich ist, sage ich herzlich willkommen im Empfehlungsteam oder halt nicht. Das 90-Tage-Morgen-Vielleicht-Programm. Es wird sich nichts in deinem Leben ändern. Du wirst weiter deinen Kunden nachlaufen. Du wirst weiter die falschen Kunden haben. Du wirst weiter viel Zeit verlieren, die du so viel besser hättest nutzen können. Wenn du eine mutige und richtige Entscheidung triffst und in das Team möchtest, dann klick auf den Button auf www.empfehlungsteam.de unter diesem Video, was du gerade siehst. Und melde dich an. Du kommst zum Topshop, in den Warenkorb legen, Warenkorb anzeigen, das übliche Prozedere und dann bist du hier in diesem Formular. Wir arbeiten auf Vertrauensbasis und auf Rechnung. Du bräuchtest also kein Geld zu überweisen. Wir prüfen, ob du und deine Branche reinpasst. Das heißt, ich werde persönlich mit dir Rücksprache halten, sofern wir uns noch nicht kennen. Und wirklich erst, wenn wir überzeugt sind, dass du ins Team passt und das Team das Richtige für dich ist, dann gibt es die Rechnung und du bekommst unser Begrüßungspaket und kannst ab sofort dabei sein. In diesem Sinne freue ich mich auf das Kennenlernen mit dir und sage jetzt schon mal herzlich willkommen im Team.